Hallo Guys, ich hänge hier rum im alten Lager und heute ist es Zeit für einen kleinen Trainingsstream. Stream vor allem, Trainingsvideo. Ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel streamen kann, by the way. Wir schauen uns einfach ein bisschen um und töten einfach alles, was wir so finden. Und sammeln alles, was uns noch nützlich sein könnte. Ich würde vorschlagen, wir waren lange nicht mehr im neuen Lager. Das heißt, die Wege dort sind wahrscheinlich voll von Monstern. Und dort gehen wir jetzt zu und machen unser Ding. Oh, da ist eine süße kleine Mollerati. Jetzt nicht mehr. Oh, Alter, das Vieh lebt ja noch. Okay, der Zauber kostet auch nur ein Mana, ne? Seien wir mal real. Das ist nicht so viel, wie es sein sollte. Das ist kein normaler Part. Das ist einfach nur so ein bisschen zum Training, zum Chillen. Einfach mal ein bisschen so zum Zocken. Und zu gucken, was Sache ist, ja. Wir haben ja im letzten Part richtig viel Erz ausgegeben. Es wird Zeit, das Erz wieder ein bisschen reinzuholen. Und vor allem wird es auch Zeit, unsere krasse magische Fähigkeiten zu nutzen, ja. Okay, hier ist der Lichtzauber. Okay, ich habe 3 Zauber momentan. Dun. Hey, Scavenger! Oh, ich habe daneben geballert, mein Gott. Frisst das! Du Arsch! Das Schöne an Feuermagie ist, wie ihr seht, verbrennen die Viecher. Also legit. Wir greifen die halt einmal an und dann brennen die und dann kriegen die dauerhaft Schaden, was richtig nützlich ist tatsächlich. Ja, ist schon krass. Okay, dort links wollen wir noch nicht lang. Denn dort beginnt das Ork-Gebiet und das ist ein bisschen gefährlich, würde ich meinen. Aber wir können den Vieh ja nochmal auf die Fray sauen. Einfach um alles an Erfahrung so mitzunehmen, was wir hier finden, ne? Ist ja nicht verkehrt. Und auch einfach aus dem Grund, dass, na, was wollte ich sagen? Dass, wir auch ein paar Items holen können, ne? Was hier so abgeht. Und Leute, ich zeig euch mal was richtig krasses, ja? Das ist zwar ein bisschen eklig, aber ich zeig euch was richtig krasses, okay? Passt auf. Wir wissen ja, Kavalon, der kleine Fratz hier. Hast du irgendwas? Ne. Und das Schwert nehme ich nicht mit, das lohnt sich nicht. Kavalon, der kleine Fratz, der ist ein Händler und vertickt Zeug. Aber was passiert eigentlich, wenn wir ihn auf die Fresse hauen? Passt auf. Wir können nämlich hier in diesem Spiel tatsächlich Händlerinventare vollständig looten. Zieht euch die Scheiße rein. Hey, Kavalon! Fick dich. Und dann kann ich einfach hier hingehen. Na, komm schon. Und ihr merkt schon, der Mann hat einiges an Herz. Und einiges an anderen Zeug. Und wenn das Spiel mir schon so eine Möglichkeit präsentiert, weil es macht ja Sinn, einfach so einen Laden zu überfallen, werde ich die natürlich nehmen. Ne? Ich meine, shit, Mann. Okay. Er ist sogar so früh aufgewacht, dass wir ihn nicht zu Ende looten konnten. Aber Leute, ich nehme jedes einzelne Scheißteil, was der Junge hat. Wir sind einfach super rich jetzt. So. Danke, Kavalon. Echt nett von dir, du kleiner Fratz. Lass mich doch mal gucken, was hier drin ist, ey. Oh, Kavalons Schlüssel, nett. Und noch ein bisschen Sachen. Oh, krass, Alter. Aber Kavalons Schlüssel, für was, frage ich mich. Naja, was auch immer. Bleib locker, hast gewonnen. Oh, hier vielleicht. Ah ja, hier ist eine Tür. Dafür brauchen wir den Schlüssel, glaube ich. Ja, geil, Alter. Kavalon hat hier nämlich so einen Bunker. Richtige Maschine, dieser Kavalon. Okay, links, rechts. Oh, nur links und rechts, cool. Feuerfallspruchhalle können wir verticken. Erz und ein paar Waffen. Grobes Schwert, Axt, alles lamer Scheiß, den wir nicht brauchen. Ah, hey, geschenkt ist geschenkt. Was geht hier so ab? Hier noch ein paar Fälle des Schattenläufers. So scheiße. Das ist viel wert. Und sonst hier noch ein paar Sachen. Hey, nehmen wir alles mit. Ja, Leute. Und so wird man richtig schnell richtig reich. Geil, ne? Und natürlich nehmen wir uns auch noch den Scheiß mit, der hier rumliegt. Fernkampf ist natürlich nicht etwas, was wir machen möchten. Aber wenn das hier schon so rumliegt, können wir es ja mal mitnehmen, ne? Hier, diese Raffe, das gönne ich mir auch nochmal. Wir können uns eigentlich auch mal diesen komischen Turm ansehen, der da drüben rumhängt. Ich meine, es wäre ja nicht verkehrt, sich da mal umzugucken, ne? Kein Plan übrigens, ob da was war oder nicht. Ich dachte mir einfach, hey, schauen wir uns doch mal dort um. Ich erinnere mich nämlich null, was da war. Aber wir nehmen natürlich alle kleinen, süßen Monsterlines mit, die wir hier so finden. Weil, hey, Erfahrung ist lecker, das nehme ich. Wie viele Moleratis hier sind, ne? Unbelievable. Ja, nimm dies und jenes und tschüss. Das Ding hat natürlich auch eine richtig heftige Reichweite, ne? Im Vergleich zu dem anderen lame Shit, den wir so haben. Also das Schwert, meine ich.
Allgemein, ich glaube, der Vorteil von Schwertern ist vor allem, dass die Reichweite so krass ist in diesem Spiel. Weil sonst, ihr habt ja gesehen, ich könnte auch mit einem Knüppel kämpfen. Aber da ist die Reichweite einfach nicht so krass, ja. Ich habe jetzt natürlich nur auf den Damage geachtet, was auch nicht super verkehrt ist, aber... Mh. Ihr wisst schon, was ich meine, ja. Ich glaube, wir müssen jetzt nach links, um dorthin zu kommen. Glaube ich. Oh, mir fällt ein, Leute. Wir müssen ja noch eine Rechnung begleichen, ne? Ach. Ach, shit, ich komme da nicht hin. Okay, ich muss irgendwie anders zu diesem Turm gehen. Aber wir müssen ja noch eine Rechnung begleichen. Dann habe ich mich. Das habe ich ja voll vergessen. Wir müssen unbedingt nochmal zum neuen Lager gehen. Um ein paar Rechnungen zu begleichen, by the way. Mir fällt gerade noch was ein. Ja, hier kann ich hoch. Ach, komm schon. Hier kann ich durch, oder? Bitte. Ja, danke, Alter, ja. Ech. Hier? Ich. Ach, komm schon. Ja, lecker. Wenn das, wenn die Kamera unter unseren Rock geht, dann können wir da sicher klettern. Okay, fuck mein Leben. Gut, dann nehmen wir halt diesen komischen Weg da rechts. So, dann komme ich hier sicherlich irgendwie dahin. Wir müssen über diese Brücke und da kommen wir darüber. Ich schau erstmal, was hier so ist. Oh shit, das ist ein Snapper. Ich weiß nicht, ob wir denen gewachsen sind, um ehrlich zu sein. Oh Gott, die sind bereits hinter mir. Okay, never mind, wir müssen kämpfen. Vor Snappern zu fliehen ist nämlich schon fast unmöglich. Aber Alter, ich bin eine richtige Maschine. Ich zerstöre die Snapper richtig. Okay, das ist sehr gut zu wissen, dass wir Snapper wegraggen können. Gut, lass mich mal kurz meine magische Kraft nutzen. Okay, das reicht. Und dann können wir uns noch um den kleinen fratzieren. Hey, Snapper. Fick dich. Stück Scheiße. Und die geben ja einiges an Erfahrungspunkte. Junge, Junge. Die fucking Snapper sind quasi starke, Dingsies, Arschlöcher. Oh shit, nein, das wollte ich nicht. Oh Gott, nein, 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 nein. Das sind quasi starke Scavenger. Nein, tu mir nicht weh, Snapperlein. Okay, never mind. Dieses Fuckvieh. Okay, Spiel laden. Versuchen wir das doch noch einmal, ja? Habe ich eigentlich gespeichert, nachdem ich die Snapper gerade umgebracht habe? Bestimmt, oder? Ja, ja, guck mal, da ist noch so ein kleiner Frotz, den können wir ja auch wegkriegen, ne? So, einer ist kein Problem, aber zwei ist schon eklig. Ich kann den hier einen ja eigentlich entzünden, das wäre ja gar kein Problem. Wir nutzen erstmal unsere Heilmagie. Ja. So, dann kann ich eigentlich mal den Feuerpfeil nehmen und einfach allen triggern. Hey, fick dich, Snapper. Ja, nimm das, du Arschloch. Okay, jetzt kämpfe ich doch noch gegen beide, das ist nicht gut. Dünn. Nimm dies! Und jenes! Ach, komm schon. Okay, Leute, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Das sind geile 440 Erfahrungspunkte, die sind super saftig. Die nehmen wir uns mit, Leute. Die nehmen wir uns richtig mit. Ja? So, erstmal können wir jetzt natürlich noch um den kleinen Arsch hier drüben. Ey, du kleiner Fratz, na, wie geht's dir so? Nein, böse, böse, aus. Leg dich hin, Herriette. So. Ja, außer Heilung ist unsere Magie echt nicht so krass momentan. Aber glaubt mir, Leute, das kommt noch. Wenn wir mal ein bisschen krassere Kreise gelernt haben, das ist ja auch der Sinn der ganzen Aufnahme, ist ja hier ein bisschen, damit wir ein stärkerer Magier werden. Dann ist es krass, Alter. So, ich könnte eigentlich noch mal ein bisschen zaubern hier. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Hey. Ist ja eh nur ein Mana-Punkt, den ich bezahle für den Scheiß. Und ihr seht, manche Gegner bringen gar nicht mal so lange, wie ihr hofft. Wie diese Fuckboys hier drüben. Oh ja, laute Soundeffekte sind so geil. Okay. Wir speichern hier noch mal. Und dann kümmern wir uns jetzt noch mal um den letzten kleinen Fratz hier drüben, ey. Okay, nein, zieh dein Schwert, zieh dein Schwert, zieh dein Schwert, bitte. Danke. Nimm dies, du Schuft! Und jedes! Yeah! Ey, Mist, viel weniger. Oh, das sind natürlich auch ziemlich viele Zähne und so ein Scheiß, den wir uns natürlich da mitnehmen. Okay, wir haben keinen Mana mehr. Gut, fuck mein Leben dann. So viel zu unseren visarischen Kräften.
Und wofür haben wir das gemacht? Für Nachtschatten, Sklavenbrot, ey. Und eine Spruchrolle. Oh, ich glaube, die ist stark. Ich glaube, das war Blizzard oder so eine Scheiße. Wir gucken uns das mal eben an. Eisblock. Okay, nee. Kein Blizzard, aber trotzdem richtig stark. Können wir gut gebrauchen. War das eigentlich nicht so? Nee, okay, never mind. Ich dachte, wir könnten so unsere Magie um uns herum zirkulieren lassen, damit wir dann eins auswählen können. Das sieht nämlich recht cool aus, aber anscheinend nicht. Okay, speichern wir diesen Erfolg. Und gucken uns einfach mal ein bisschen weiter um, ne? Hier ist noch so ein kleiner, süßer Varan. Den können wir uns eher eben kümmern, ey. Zack. So. Schade, dass er eine Haut nicht holen kann, weil ist ja eigentlich ein Reptil, das habe ich ja gelernt. Aber egal. So, dann snacken wir uns mal das Zeug noch hier. Sonst hier glaube ich nichts. Naja. Dann können wir wieder gehen, Leute. Da hängt noch ein Lurker rum. Ich kann ja mal speichern und gucken, ob ich den easy wegkriegen kann. Oder easy wegkriegen kann. Weiß ich nicht. Achso, ja, ich habe eh keinen Mana. Okay. Dann haben wir ihn einfach aufs Mal. Nimm dies, du Schuft. Unser Schwert ist halt eine richtige Zerstörungsmaschine, Alter. Der Lurker kennt keinen Schild. Ja, Lurkerhaut kann ich mir gönnen, weißt du, aber Varanhaut nicht. Naja, was auch immer. Vielleicht haben Varan einfach so eine richtig dünne Haut, deshalb kackt die immer ab, ja? Ja, das wird sein, ey. So, hier ist es. Will mir irgendwie nicht gefallen, diese Statue hier. Von irgendeinem komischen Ork. Ist hier irgendwas in der Höhle? Nee, die Höhle ist einfach leer. Es kann sein, dass dort irgendein Monster spawnt, tatsächlich, wenn wir denn halt auch irgendwann mal wiederkommen in einem späteren Kapitel. Aber momentan haben wir da ein chilliges Leben. Na gut, folgen wir weiter in dem Pfad und schauen, was hier so abgeht. Okay, da sind Orks. Nope. Dafür sind wir noch nicht bereit, Kids. Wirklich nicht. Also Orks sind schon ein bisschen MLG Pro ekelhaft, ja, muss ich schon zugeben. Gehen wir lieber zum neuen Lager und treffen wir wieder ein paar alte Freunde, ja? Ein paar alte Freunde würde ich vorschlagen. Ich meine, wenn jetzt ein paar Leute aus diesem Lager verbrennen würden, das wäre jetzt auch nicht das Schlimmste der Welt, ne? Wir können eigentlich mal hier ein bisschen schlafi-schlafi machen. Und uns mal ein bisschen was wiederherstellen an Zeug, ne? Ich bin mir sicher, Kavalon hat da nichts dagegen, ne? Kleiner schlafender Fratz. Hallo Kavalon, ich bin zurückgekehrt. Wenn du mich beraubst, töte ich dich. Wir sind so ein netter und weiser Magier. Lass mal pennen hier. Oh, lecker, ey. Bis Mittag. Erstmal ein kleines Mittagsschläfchen, ne? Lecker. So, Kavalon hat natürlich nichts dagegen, ne? Ist lieber dein Käse, Junge. Ist lieber deinen Käse, wo auch immer du den gebunkert hast. Ich will es gar nicht wissen. Wir haben nämlich keinen Käse bekommen, als wir ihn gelootet haben. Naja, was auch immer. Behalt deinen Käse, du Lümmel. Behalt ihn. Okay, das ist nur ein Höhlenpilz. Die Scheiße brauchen wir nicht. So, um ehrlich zu sein, können wir auch hingehen und uns um den Arsch hier drüben kümmern. Ich habe keine Lärmpunkte, ne? Nee. Das hätte ich mir vielleicht noch was von ihm aneignen können, falls mir noch ein Jäger-Skill fehlt. Aber ich glaube, ich habe eigentlich alle. Haben wir ihn einfach aufs Mal. Die Waffe weg. Hey, hey, dann. Sagst. Ja, genau. Leg dich hin, du kleiner Fratz. Blutfliegenstachel. Ein bisschen was zu rauchen. Ey, wir nehmen einfach alles mit, Leute. Ist okay. Gar kein Problem. Die Scheiße kann ich gut verticken. Und was hier so rumliegt, das können wir natürlich auch ausnahmsweise mal mitnehmen. Ne, ich meine, warum auch nicht, Alter. So. Ja, ist doch schön. Danke, Aiden. Du bist ein richtig freundlicher Typ, ja? Ja. Ich werde wenig Zeit haben, um das zu bereuen. Sagte er, wollte seinen Bogen greifen und merkte, dass er nicht mehr da war. Nun, schön. Warte mal, gehe ich hier überhaupt richtig? Ich glaube schon, ne? Ja. Da ist noch ein kleiner Scavenger. Den kann ich ja mal entzünden. Ich habe keinen Bock, da hinzulatschen. Hey, Scavenger, brenne, du Sau. Danke, ist echt nett von dir. So. Dort links juckt es mich eigentlich nicht so sehr, dahin zu gehen. Aber was mich juckt, ist eine kleine Höhle in der Nähe des alten Lagers, des neuen Lagers, meine ich. Und zwar die Höhle dort drüben. Und dort würde ich mich gerne mal ein bisschen umgucken und gewisse Dinge tun, wenn ihr versteht, was ich meine, ja.
Aber kümmern wir uns erstmal um diese kleinen Monsterleins hier. Hey, Warane! Zack! Zack, zack, zack und zack. Stirb! Sehr schön. Brave kleine Warane. So, so. Und die kleinen Moderatus können wir uns auch mal kümmern. Und tschüss. Oh, die Hürde meinte ich hier zwar nicht, aber wir können uns ja hier auch mal umgucken, ey. Ein Trank, lecker. Und sonst hier nichts, ja? Nee. Na gut, schön. Hier war die Höhle, glaube ich. Ja, sieht gut aus. Okay, ich speichere hier einmal. Und dann gehen wir da einfach mal rein und gucken, was uns denn dort so erwartet. Ne, Sally, das würde ich mich schon mal fragen, ja? Hi. Was zum Teufel machst du hier? Die aufs Maul hauen. Ah, ein... Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und er wäre auch umgefallen. Glück gehabt. Ein kleiner Windstoß und er wäre auch umgefallen. So, dann schauen wir doch mal, was die Jungs hier so machen, ne? Würde ich vorschlagen. Krautmischer, okay. Krasse Boys. Du bist aber nicht tot, ne? Nee, okay. Ich dachte schon. Hey, fuck boy. Das wird dir noch leid. Ja, ja, ja. Was zum Teufel machst du hier? Ist das dein Ernst? Ach, whatever. Steck die Scheißwaffe weg. Ach komm, warum nicht? Holen wir uns auch noch, was die Arschlöcher haben. Wie der einfach wegrennen will, der kleine Fratz. Doch, er kann nicht wegrennen. So, das nehmen wir uns mit. Dann nehmen wir uns seinen Scheiß noch mit. Warum auch nicht, Leute? Uns gehört hier alles, okay? Das wird dir noch leid tun. Ja, ja, ja. Was zum... Das wird dir noch leid tun. Langsam nervst du. Ja, wisst ihr was, keine Leute? Panik. Hast gewonnen. Wir machen einfach mal so. Ja, ja, keine Panik. Brenn. Bist du gut wie tot? Oh, wir haben noch mal Erfahrung bekommen, als wir ihn umgebracht haben. Okay, dann machen wir das mit euch auch. Ein ehrenvoller Feuermagier. Ach Leute, wir sind einfach so gemein, ey. Aber jetzt, wo wir so viel Böses getan haben, würde ich vorschlagen, wir machen auch mal was Gutes und gehen mal zum neuen Lager und schauen uns dort mal ein bisschen um, ne? Warum auch nicht? So, ich werde aber zuallererst einmal ein bisschen Nachtschatten mir kredenzen. Köstlich. Und dann gehen wir mal da rein und gucken, was Sache ist, ne? Ist ja auch keine verkehrte Sache. Und eigentlich kann ich auch mal mit den Wassermagiern handeln, denn wenn die noch ein paar Runen haben für mich, ist ja auch nicht verkehrt. Was geht ab, Banditenboy? Ja, wir schauen uns hier einfach mal ein bisschen um und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich glaube, das war in der zweiten Folge oder so, da war so ein Typ, der wollte, dass wir Wasser verteilen an die Leute, die hier sind, ja, und dass wir seine Scheißarbeit machen. Und ich würde vorschlagen, statt Wasser geben wir ihnen ein bisschen Feuer. Hey du hast Glück, du bekommst eine neue Chance. Diesmal solltest du es nicht vermasseln, also, du gehst zum Reislord und dann bringst du schön brav allen Bauern ihr Wasser, klar? Wie lächerlich das ist, dass er weg mit der einfach mit so einem Typen hier spricht. Oh, der will auch Stress. Okay. Guter Schläger. Mistvieh. So. Das ist schon mal eine Sache, um die wir uns gekümmert haben. Das nehme ich mir mal mit. Ne? Hier, das nehme ich mir auch mal mit. Lecker. So. Jetzt seid schön brav, ja? Wir haben den Herrscherstab bekommen. Du wirst wenig Zeit. Den kriegt man sonst, glaube ich, nirgendwo, aber der ist auch scheiße. Hey, Lefty. Das wird dir noch leid tun. Geh doch mal Wasser holen. Na, mein Freund. Mann, was willst du? Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen. Braver Junge. Braver, braver, braver Junge. So, und dann kümmern wir uns natürlich noch um etwas anderes, das hier noch rumlag. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber der Dampf hier scheint von Lurkern angegriffen zu sein. Und wir können uns mal darum kümmern, dass dieser Lurker nie wieder das Tageslicht sieht.
Ich muss ihn noch finden, aber das wird kein Problem sein, glaube ich. Ich erinnere mich noch düster, wo er sein könnte. Und mit den Wassermagiern würde ich eigentlich auch mal gerne ein bisschen plaudern. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir auch mal in die Taverne gehen und gucken, ob wir dort noch irgendwas Nettes finden. Hi Jungs, was geht ab? Halt! Du kennst die Regeln. Nur Schürfer und Banditen. Willst du mich aufhalten? Nein, geh nur. Kann schon sein. Brav. Oh Mann, Leute. Als Feuermagier hat man einfach ein entspanntes Leben. Was geht ab, Mann? War doch klar, dass das Ärger gibt. Ich will was trinken. Dann musst du zahlen. Ja. Was hat er denn so? Er hat noch Dietriche, ich schätze, die kann ich mir mitnehmen. Und die Heiltränke wohl auch. Ja, das ist okay. Wir können ja mal ein bisschen unseren Ramschuss geben. Zack, zack. Und noch ein Zahn? Ja, es reicht. Okay, annehmen. Danke. Können wir mal ein bisschen mit den Leuten hier plaudern. Hey, Seifer, was geht ab? Du kleiner süßer Fratz. Gar nichts, okay, cool. Der hat ja viel zu sagen. Kann ich mit Marduk noch sprechen? Ja. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Der hatte genau die gleiche Scheiße wie der andere Spaß. Ja, nee, juckt mich nicht. Da ist Baal irgendwas, der juckt mich auch nicht. Gehen wir lieber zu den Wassermagiern und plaudern mal ein bisschen mit denen. Denn eventuell, ich meine, Feuermagier schön und gut, aber eventuell kann ich ja auch hier hingehen und mir den ein oder anderen Wasserzauber aneignen, wenn wir schon mal hier sind und der Typ handelt. Ja, also kann ja sein, dass er ein paar Runen hat, die er nicht mehr braucht. Wir können ja mal ein bisschen mit dem plaudern. Ey, Kronos, was geht ab? Magie zu Ehren. Magie zu Ehren. Ich will bei euch mitmachen. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So, lass mal sehen. Ach genau, das, die Kreise der Magie und so, die Scheiße können wir jetzt auch nochmal angucken. Stärke-Bonus plus 10 ist gut. Mana-Bonus, Lebensenergie-Bonus ist auch geil. Was hat der noch so? Stärke-Bonus, Geschicklichkeit-Bonus. Und der Wendigkeit, Mana-Bonus. Ich glaube, wir wollen all den geilen Mana-Bonus, den er so hat. Okay, wir nehmen uns mal das hier mit. Wir nehmen uns das hier mit. Und wir nehmen uns das hier mit. Was hat denn noch so? Wandlung in der Fleischwanze. Nehme ich mir auch mit. Und sonst? Irgendwas krasses, Junge? Eispfeil hat er, aber Eispfeil sagt, ist einfach ein Feuerpfeil schlecht. Den brauchen wir nicht. Kugelblitz nehme ich mir aber mal mit. Wenn ich mal Level 3 erreiche. Licht, Eis, Block. Nehme ich mir auch mal mit. Hat der sonst was? Nee, nur Scheiße sonst. Okay, dann können wir ihn ja eigentlich unserem Müll andrehen. Hier, der Siegbringer, den brauchen wir nicht mehr. Genauso wie diesen Ramsch hier, den können wir auch weghauen. Zack, zack. Bauernwehr. Alter, wo hab ich die Scheiße denn her? So, rostiges Schwert. Die ganzen geilen Bögen, Alter. Ach, Kavalon, sorry, Mann, aber... wenn du dort schon so rumhängst, ja, dann kann ich dich auch wegcracken. So... ja, die Bolzen brauche ich eigentlich auch nicht für mein Leben. Dun, dun. Ja, können wir eigentlich alles weghauen. So. Ja, gut, also es kann schon sein. Ja, es kann schon sein, ne? Ach, scheiße, zu viel Bolzen. Dun, dun, dun. So, das sollte genügen. Gönn dir, Junge. So, sehr schön. Dann wollen wir doch mal ein bisschen umgekippen. Oh ja, gehen wir nicht auf den Sack. Ich möchte nämlich keine Ringe der Gewandtheit. Ich möchte einen Ring der Erleuchtung und Ring der Magie. Und das möchte ich auch nicht. Ich hätte lieber hier Amulett der Magie. Okay, 4 Mana habe ich jetzt insgesamt. 62, das ist doch schon mal brauchbar. Ja, das ist wirklich schon mal ganz gut. Dann schauen wir uns doch mal hier um. Hallo, du kleiner Fratz. Wie sieht's aus? Verpiss dich! Der ist ja nett. Der Kampf ist entschieden. Dün, was hat der so, der kleine Fratz? Ich frag nur für einen Freund. Zähne und so weiter. Nehme ich mir alles mit. Was ist hier noch so?
Ach, gar nichts. Ja, cool. Na gut, dann kümmern wir uns mal um das kleine Lurker-Problem. Obwohl, ich glaube, ich mache noch ein kleines Spielchen. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Die Frosse, Junge. So, wir schlafen einmal bis zum nächsten Tag. Hey, du. Ja. Will der Junge etwas Stress? Mein Gott. Okay. Suchen wir den Lurker und verbrennen wir ihn für unseren Boy da drüben. Weiß gar nicht, was habe ich nochmal für Runen gekauft? Irgendwas, was ich jetzt auch nutzen kann? Nee, ne? Kugelblitz, Eisblock. Ja, alles Zeug, was ich momentan eh nicht so benutzen kann. Aber gut zu haben, gut zu haben. Dann schauen wir mal, ob der Lurker hier irgendwo rumhängt. Ich glaube, auf der anderen Seite des Wassers sollte er sein. Wir schauen einfach mal. Feuermagier im Wasser, lol. Vielleicht dort am Wasserfall oder so? Wo könnte der ranzige Lurker rumhängen? Ach, da oben ist er. Ja, lecker. Den machen wir fertig. Ich glaube, Feuer ist nicht so wirksam, aber ich kann ja mal einen Feuerball trotzdem in seinen Mull hauen. Ein Feuerpfeil. Wir können ja keinen Feuerball zaubern. Noch nicht. Das kommt noch, ja. Da brauche ich 15 Lernpunkte oder 20 sogar. Ich weiß nicht mehr. Hey, dumm Lurker. Ja, Feuer bringt mir gar nichts, ne? Außer, dass ich ihn ein bisschen trigger. Dünn. Nimm dies, du Schuft. Sehr schön. So, Lurker klauen. So, und dann kann ich eigentlich zurück zu Homer gehen. Und ihm sagen, dass ich mich um seinen Scheiß gekümmert habe. Dünn, 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 dünn. Theoretisch könnte ich das ganze Lager auf den Kopf stellen, der ein paar Leute verbrennen und so, aber das lassen wir mal noch. Das lassen wir mal schön in Ruhe, weil dort gibt es auch einige starke Kämpfer. Nee, also eigentlich könnte ich das noch nicht machen. Vor allem die Söldner und so, wenn die alle zusammenkämpfen, zerreißen die mich in der Luft. Da hat jemand einen harten Morgen, glaube ich. Habt ihr die Stöhnen gehört? Ai, ai. So, wo ist denn der Homer, kleine Fratz? Der Homer, kleine Fratz, Leute. Es geht ab. Ich habe das Biest erledigt. Ja, Level ab. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. Ja. Okay. Haben wir das schon mal erledigt? Ich speichere hier einfach mal. Und dann gucken wir uns noch ein bisschen in der Welt um und schauen, was da abgeht, ne? Der Bauer, der chillt aus sein Leben, ja. Joggt zu seiner Knechterei. Ehrenvoller Bauer, Leute. Ehrenvoller Bauer. Nun gut. Aber wir haben noch ein paar Bestien zu bezwingen und noch ein paar Sachen zu lernen. Ich hätte gerne noch ein Level Up tatsächlich. Einfach, damit wir hingehen können und, ja. Damit wir auch mal, ich weiß auch nicht, einen Feuerball zaubern können. Das wäre schon sehr, sehr nützlich, wenn wir dort rumhängen. Außerdem Kugelblitz und den Eisblock und so ein Scheiß, den wir halt auch hier gekauft haben. Wenn wir das nutzen können, wäre das auch richtig gut. Deshalb müssen wir einmal schauen. Ich würde, glaube ich, gerne einmal hier nach oben gehen und gucken, was da nochmal abgeht. Denn daran erinnere ich mich nicht mehr so gut. Und ja, warum auch nicht, ne? Bergmoos, geil, Alter, nehme ich mit. Leider keine Drachenwurzel, aber gut. Oh, shit! Eine Drachenwurzel. Ja, so viel dazu. Sehr gut. Ich glaube, Alchemie können wir hier eh nicht so lernen. Deshalb kann ich die Drachenwurzel eigentlich auch jetzt schon fressen. Bevor ich es vergesse. Oh, shit. Nee, die Drachenwurzel hat mir gar keine Stärke gegeben, oder? Ach, ist doch immer. Gut, wir speichern hier einmal. Und dann kümmern wir uns um die Snapper im besten Fall. Ich würde gerne einfach nur einen locken. Hallo? Oh shit, die kommen direkt alle. Das ist nicht gut. Nimm die Snapperlein! Okay, gehen wir mal ein bisschen zurück und gucken, was passiert. Ja, okay. Oh shit. Ja, sehr gut. Okay, ganz in Ruhe, ein bisschen konzentrieren. Ah, nein, die hatten halt beide nur noch ein HP oder so. Scheiße, ey. Okay, Leute, das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir aber real hin, ja. Ach, was für nervige Snapperlines.
Tryen wir das nochmal. Feuerpfeil, Jorge. Kann direkt ein paar loshauen, ist ja egal. Vielleicht treffe ich ja irgendwas. So, zack, 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 zack. Dann zack, zack, zack. Und dann können wir jetzt auch um ihn hier. Oh shit. Zack. Und wo ist der andere? Gab's da nicht noch einen? Ich frag nur. Ich benutze auf jeden Fall erstmal den Heilungszauber. Der ist ziemlich nützlich. Sehr schön, Alter. So. Das Buch über den ersten Kreis, das lese ich mal einfach im nächsten Part vor, weil das ist ja eigentlich kein legit Part. Vielleicht möchte das jemand ja eh überspringen, dann ist ja auch okay. Deshalb, das lese ich erstmal im normalen Part vor. Jetzt momentan nicht. Aber wir können mal ein bisschen diese Raphis-Dinger mitnehmen und gucken, was da so in der Höhle hier rumhängt. Ey. Oh, shit. Ein Bluthund. Ganz vergessen, dass es die Dinger gibt, Alter. Oh, shit. Hey, Bluthund. Was ist das? Mistvieh. Okay, das war ein bisschen gefährlich, by the way. Aber glücklicherweise habe ich ja meine Magie zu Hilfe. Dieser übertriebene Soundeffekte, hey. Oh, ein Ring. Mal sehen, was der kann. Wir können ja mal kurz schauen. Momentan ist eh Mana Boost vor allem die Scheiße, die wir haben möchten. Modrax Ring. Ring der Lebenskraft hätte es gewesen sein können, weil die Scheiße habe ich mir sicher nicht gekauft. Naja, was auch immer. Aber mit den ganzen Ringen und so haben wir eigentlich momentan genug Mana. Und ich würde mich eher darauf konzentrieren, die nächsten Kreise zu lernen, anstatt magische Kraft zu steigern. Weil, Alter, wir können echt, 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 echt diesen Ranz gebrauchen. Ich glaube, in dem Spiel gibt es 5 oder 6 Kreise der Magie. Und wenn wir dann voll der krasse Ficker sind, dann ist gut, ne? So, ich will aber mal schauen, was hier noch so abgeht. Hallo? Ja, anscheinend gar nichts. Doch, ein Blutdoggo. Kümmern wir uns mal um ihn. Hey, Blutdoggo. Sagst. Oh, shit. Gefährlich, gefährlich. Nimm dies. Und jedes. Und das auch noch. Fucking Blutdoggo. Oh Gott. Oh Gott. Wir sehen ihn an. Fuck, das war knapp. Okay, es wird Zeit für laute Soundeffekte. Ja! Geil, ey. Nice. So, nehmen wir uns noch die Belohnungs des Blutdoggos. Und schauen uns weiter ein bisschen um. Ein Flammendorn. Was ist das denn nochmal für eine Pflanze? Lasst mich das mal double checken, Leute. Lebensenergieboost, okay. Ist einfach eine komische Beere. Ist ja cool. Ist anscheinend selten, bringt aber nichts. Ist das ein Blutdogger da drüben? Nee, ein Beißer. Oh shit. Ich glaube, die waren recht gefährlich. Ich muss mal schauen, ob ich den überhaupt töten kann. Aber gucken wir uns erstmal in der Höhle hier um. Die Mucke, Alter. So bedrohlich. Ja, hier ist ein bisschen Zeugs, das wir mitnehmen können. Was ist hier? Ach, gar nichts. Chill. Okay, gucken wir mal. Die Axt nehme ich mit, den Tränk nehme ich mit. Die geilen Heilkräuter gönnen wir uns natürlich auch. Was geht hier sonst so ab? Die Truhe, ey. So, das Zeug nehmen wir jetzt natürlich auch eben mit. Aber komisch. Sind wir schon im Ork-Gebiet, frage ich mich. Weil hier Weiße und sowas rumrennen. Tryen wir mal so ein Vieh umzubringen. Ist bestimmt ganz easy, Leute. Ja, ja, ey. So. Da drüben ist ein Schattenläufer. Um den kümmere ich mich momentan sicherlich nicht. Okay. Feuer scheint recht effektiv zu sein. Friss dies, du Scheißbeißer. Sehr gut. Einfach nur wundervoll. Fucking Beißer. Hey, ist ziemlich fleischig, der Bruder.
Ich könnte den Schattenläufer probieren, aber es wird mein Untergang sein, glaube ich. Wir können ja mal gucken. Weil der gibt auch richtig viel EP, deshalb eventuell ist das ganz nützlich für mich. So, ich muss mich nur richtig ausrichten. Wisst ihr was, wir füllen mal unsere MP auf und gucken, ob uns das irgendwas bringt am Ende des Tages. Warte mal. Ich brauche nur noch ein bisschen Mana, ja, ey. Ja, hier, das sollte reichen, oder? Nee, okay. Starkbier haben wir hier. Lebensenergiebonus, toll. Das bringt's richtig. So, wir können ja noch ein Rabenkraut schlucken und dann gucken. Das hat sich gereimt, lol. Hey, Schattenläufer. Oh Gott. Oh, ich habe ihn erwischt. Okay, aber das bringt uns eine Scheiß. Ach, komm schon. Okay, 3 Schläge und wir sind tot. Nee, 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 nee. Den Fuckboy packe ich nicht mehr an. Vergesst es. Nope, 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 nope. Okay. Sollen wir dann weiter hier rumhängen oder soll ich mich noch irgendwo anders rumgucken? Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, kann ich mal schauen, ob ich noch irgendwas umbringen kann, schätze ich. Ist das einfach nur Scavenger? Ja, anscheinend. Okay, die kriegen alle erstmal einen Feuerpfeil. Du kriegst einen Feuerpfeil und du kriegst keinen Feuerpfeil. Ist ja gut, dann komme ich halt runter. Hui! Fucking Scavenger. So, ey. Nehmen wir jetzt doch das Fleisch mit. Ich muss mal offscreen das ganze Fleisch braten, Leute. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was an Heilung, was nützlich ist. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? So, hier hängen noch ein paar Varane rum. Um die kann ich mich ja auch eben kümmern. Ist ja gar kein Problem. So, zack, zack. Zack, zack. Und tschüss. So, die geilen Krallen nehmen wir uns natürlich mit. Ey, lecker Schmecker. So. Wie gesagt, ein Level Up hätte ich echt noch gerne. Und dafür müssen wir halt hier noch ein bisschen rumrennen und rumtöten. Ne? Ist ja auch gar kein Problem. Da sind noch ein paar Doggos. Ich speichere mal. Ich glaube, Feuer war gut gegen Doggos. Deshalb probieren wir das einfach mal aus. Hey. Feuerpfeil, Yoga. Ja, nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe, ehrlich sein, aber was auch immer. Ich glaube, ich one-hitte die eh, oder? Ich? Nee, Alter, Doggo ist zu krass, Alter. Den Arsch one-hitte ich nicht. So, das war eh der Vollgeschwächte, aber fast. Ich one-hitte die fast. Ja, gut, das zählt auch. Der Doggo hat einfach keinen Bock mehr. Ich so, fuck it, ich gehe wieder. So. Schade, dass wir diesen Schattenläufer nicht töten können, weil sein Zeug wäre sicherlich sehr nützlich. Vielleicht, wenn wir Level 3 Zauber lernen können. Oder nutzen können, besser gesagt. Dann mache ich den sicherlich easy fertig, ja. Geil. Ich glaube, ich bin nie diesen kleinen Pfad hier gegangen, ja. Da ist schon wieder das alte Lager und hier ist dieser eine komische Turm, den wir schon mal gesehen haben. Ich kann ja mal dort reinschauen oder so. Oder ist hier noch irgendwas, was ich umbringen kann? Ich glaube nicht. Okay. Ja gut, dann gucken wir uns mal in diesem weirden Turm um. Wir speichern hier einmal und jumpen darüber. Okay, mir geht's gut. Rechts, links, links. Okay, war easy. Dietrich, Axt, ein grobes Schwert, alles nur ranzige Scheiße, die ich teilweise echt betätigen kann. Naja. Mehr Erz für uns, weil wir ja noch so viel Erz brauchen, ey. Ja gut, wisst ihr was, Leute? Wenn wir sowieso hier in der Nähe des alten Lagers sind... What the fuck? Ich dachte kurz, ich glitsche wirklich durch und sterbe. Da wir sowieso hier in der Nähe sind, würde ich sagen, wir holen uns mal die bessere Magierrobe. Weil mehr Def ist mehr Def ist mehr Def. Ist ja nicht verkehrt, ne? Und dann gucken wir uns nochmal in diesen einen komischen Wald um. Und machen da mal unser Ding. Der Wald links ist eigentlich zu klein, der lohnt sich nicht. Aber im Wald rechts sind bestimmt noch einige Viecher, die wir verbrennen können. Und dann können wir eigentlich auch mal schlafen gehen. Und unsere Mana wieder auffüllen, ist ja nicht verkehrt, ne? Ja, ja, genau. Mir fehlt da ein bisschen was an magische Kraft. Können wir uns also gönnen. Ach, das alte Lager ist so entspannt, Leute. Ich mag übrigens auch diese roten Rüstungen, die haben Style. Die haben richtig viel Zweck, Alter. Ey. Heftig, Junge, heftig. So. Dann hängen wir hier doch noch ein bisschen rum.
Genau. Waren nur 1500 Erz oder so ein Spaß, ne? Das können wir uns ja easy leisten. Ja, jetzt, wo wir Kavalon ausgeraubt haben, ist ja gar kein Problem. Hey, grüß du. Magie zu Ehren. Ja, ja, du mich auch. Meister, ich möchte die hohe Robe des Feuers tragen. Die Zeit ist gekommen. Du bist würdig, die hohe Robe des Feuers zu tragen. Vor allem, du bist würdig. Jeder ist würdig mit 1500 Erz, glaube ich, ja? Ist die viel besser? Wir können ja mal kurz schauen. Ja, ist schon krasser, ne? Also, ist schon eine heftige Robe, Leute. Ja gut, dann lass uns mal ein bisschen chillen. War hier ein Bett? Nee, da war nur ein Typ. Ach, hier ein Bett? Ich kann auch irgendwo schlafen gehen, oder? Ja, perfekt. Hey, lecker. So, lass du bis zum nächsten Morgen schlafen. Und dann gehen wir mal los. Und töten ein paar Biester, die im Wald rumhängen, würde ich vorschlagen. Ne? Ist ja auch gar kein Problem. So, können wir da unten eigentlich irgendwas sehen? Nee, ne? Nee, gibt's nur einen Arsch, das ist okay. Dun, dun. So, dann gehe ich im besten Fall einfach hier raus und dann nach rechts. Oder will ich da raus? Nee. Hier, das ist der optimale Ort. Ja, ja, genau. Dieser Ausgang ist wirklich dufte. Ach, wisst ihr noch, als wir hier gegen diese Mongos gekämpft haben und fast weggesniped wurden, weil wir sie umgebracht haben? Mann, das waren gute Zeiten. Und jetzt sind wir ein richtig heftiger Bobo-Magier der Vernichtung, Leute. Wir sind einfach eine richtige Maschine inzwischen. Mein Gott, wie die Zeiten sich ändern, Leute. So, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir hier nicht noch irgendwelche kleinen süßen Viecher finden, die wir abschlachten können. Theoretisch könnten wir auch zum Anfang gehen, da sind bestimmt auch irgendwelche Viecher respawned. Die Frage ist nur, ob sich das so sehr lohnt, ne, weil es ist ja schon ein guter Weg zurück und, wenn ich dort dann eh nur zwei Scavenger finde oder so mit 100 Erfahrungspunkten, das lohnt sich nicht wirklich. Da hänge ich hier lieber weit rum und töte mal ein paar mehr Monster. Ich habe auch das Gefühl, dass wir diesen komischen Orkhund ebenfalls töten können. Ich gehe mal einfach straight in den Wald und schau mal, was da so rumläuft und was ich so umbringen kann. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Vor allem momentan sind wir ja auch in der Lage, hier ganz gut zu fahren, weil hier auch ein bisschen was neu gespawnt ist durch den Kapitelwechsel. Und hier ist zum Beispiel ein kleiner Moderati. Und was noch der Fall ist, ich glaube sogar, hier sind recht viele Monster verteilt auf diesem Wald. Und die nehmen wir uns natürlich alle schön und brav mit. Oh, ich habe ihn gekrittet, sehr schön. Oh lol, da lebt ja noch ein Doggo. Naja, können wir uns eben um den Arsch auch nochmal leben. Zack. Sehr schön. Wirklich. Adorable. Okay. Dort hängen wir mal nicht rum. Da geht's zu diesem Lager. Ich latsche mal hier noch ein bisschen weiter rum. Und ich glaube, der Orkhund war hier irgendwo am den Strand da vor uns, oder? Weil ist ja null Probleme, den einfach zu verbrennen. Okay, da ist aber noch eine geile Molerati. Die nehmen wir uns noch mit. Ja, kann ja, vielleicht schießt ja aber einen Feuerpfeil und dann ist gut. Ja, leck mich. Ich frage mich, verbrennst du? Ach, du verbrennst nicht. Das ist ja nervig. Na gut, dann töten wir dich halt auf der altmodische Wart. Der Feuerpfeil ist halt echt noch sehr, sehr schwach, aber er ist ja auch so der erste Zauber, den man hat, also. Glaube ich, da muss man nicht so viel erwarten. So, hier sind wohl noch ein paar Snapper oder Beißer oder was auch immer. Die können wir uns auch mal snacken, ne? Das sind gute Erfahrungspunkte auf jeden Fall. Naja, fick dich, Snapper. Schwert. Oh Gott. Zack. Jetzt noch den anderen. Nimm die, Snapperlein. Sehr schön. Dann können wir uns daheim heilen und den anderen wegraggen. So. Ey, Snapper. Stinkst. Boah, den hab ich gegeben. Komm her. Ey. Ich bin so froh, dass wir in Einhand geskillt haben, ne? Wir sind einfach so eine Maschine inzwischen. Unser Nahkampf ist halt schon richtig stark, aber wenn wir jetzt auch noch so mächtige Magie lernen, dann uiuiui, Alter, dann gibt es kein Schild für den namenlosen Helden, das sage ich euch.
Okay, da gibt es noch ein paar kleine süße Scavengers. Die kann ich ja mal eben verbrennen. So und so und so. Okay. So. Soll ich die da nicht eigentlich gebratenes Fleisch kriegen? Da müssen wir noch nicht hin. Aber hier können wir uns ja noch mal ein bisschen umschauen. Ein paar kleine Moderatis oder Kraken, warum auch nicht? Ich will einfach nur ein weiteres Level up, wenn wir dann Kreis 3 erlernen. Bei dem Shit bin ich schon sehr erfreut. Bist du denn? Ich habe auch ein bisschen Hunger. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Aber mit den Dongos hier auf unserer Seite, oder eben nicht auf unserer Seite, sollte das nicht allzu lange dauern. Wie viel fehlt mir denn noch? Ah, shit, noch einiges. Naja, was soll's. Vielleicht finden wir auch noch das ein oder andere Item, was uns nützlich wird. Und dann, glaube ich, sind wir im nächsten Part eigentlich bereit für den Ork-Friedhof. Weil Leute, die scheiß Orks sind nicht ohne. Wir müssen da echt aufpassen, dass wir nicht direkt weggerackt werden. Hallo, Doggo. Und andere Doggo. Und andere Doggo. Ich weiß nur, wo es richtig hart für uns war, nur einen Doggo umzubringen, ja. Es war einfach richtig krass. Und jetzt sind wir voll die Maschine, die alles zerstört. Ach, wie die Zeiten sich ändern, Leute. So, die geile Seraphis nehme ich mir mal mit. Gab es hier noch irgendwas von Interesse? Hier ist ja einfach nur der Weg zum Sumpflager, meine ich. Hier haben wir alle weggerackt. Aber wo ist der Ork-Hund, Mann? War der nicht hier irgendwo? Wo ist der Ork-Doggo? Alter, da ist ja ein Strand mit Schiffen. Da war ich hier noch nie in meinem Leben, glaube ich. Shit, das gucken wir uns an. Ich speichere mal eben. Oder war ich hier doch schon mal? Also wenn ich hier gleich Feuerwarane rumrenne, dann war ich hier schon mal in meinem Leben. Ja. Okay. Die sind super gefährlich. Ich weiß nicht, ob wir gegen die ankommen. Aber das Bier nehme ich mir mit, ey. Und Wein auch, lecker. Hier sind echt viele von denen, ne? Gut, wir können ja mal kurz gucken, ob wir die wegkriegen können. Weil wir haben ja echt eine Feuerrobe an. Das heißt, wir haben einen relativ angenehmen Schutz vor Feuer. Ich probiere es mal. Nimm dies! Nein, ich mich den anderen. Ja. Alter, 500 EP. Oh, shit. Okay, aber trotz Feuerrobe rangen die uns instant weg, wenn die uns treffen. Ja, das ist eklig. Das will ich noch nicht machen. Feuerschaden ist einfach super lächerlich in diesem Spiel. Wir haben jetzt schon eine gute Rüstung gegen Feuer, aber die Viecher kennen einfach keinen Shell. Schutz vor Feuer 30, Leute. Und trotzdem einfach one-hitted. Nee. Die Scheiße gucken wir uns nicht an. Aber hey, immerhin habe ich Bier und Wein mitgenommen. Das ist schon viel wert, ey. Goddammit. Nun gut, haben wir hier denn noch irgendwas für unser Life? Hier werden doch bestimmt noch irgendwelche Monster rumrennen, oder? Oder? Bestimmt, ja. Hier war ja, glaube ich, in der Nähe dieser eine Spaß mit dem Fokusstein, falls ihr euch erinnert. Dieser eklige. Glaube ich jedenfalls. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, um ehrlich zu sein. Digga, wo bin ich denn hier? Mal ein bisschen rumläuft, ja? Direkt verlaufen, ey. Ja, nein, alles richtig. Hier war ja der Fokusstein, Mongo. Aber hier gibt es keine Monsters? Warum? Naja, ist ja nur die Klippe. Aber hier gibt es auch keine Kräuter oder irgendwas. Die haben ja einfach nichts geplaced. Schön, gehen wir erstmal weiter weg. Was gibt's hier denn noch so in unserem Leben? Außer den Wald. Habe ich im Wald echt alles abgeschlachtet? Ich wage es mal zu bezweifeln. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ist einfach überall gar nichts, Alter. Wo könnten wir noch farmen? Ich könnte vielleicht doch irgendwie noch ins Ork-Gebiet kommen und dann dort mal schauen, ob ich nicht irgendwas umbringen kann. Aber Leute, es ist einfach super gefährlicher Scheiß. Da hänge ich lieber hier rum und töte ein paar Moleratis, ist der. Und sammle Seraphis, lecker.
Schwarzen Goblins sind, glaube ich, nicht respawned. Die wären natürlich auch ein gutes Opfer für uns. Den Orktog habe ich ja nicht gefunden. Hier ist gar nichts, Alter. Nix ist hier. Aber hier war irgendwo der Orktogo, glaube ich. Hui! Wir können ja mal hier ein bisschen langlatschen. Ah, da! Okay, da sind ein paar Orktogos, ne? Wir können ja mal tryen, ob wir die down kriegen oder nicht. Hey, Orktogo! Ach, scheiße. Hey, Orktogo! Stinkst! Okay, es bringt uns alles nichts an Feuer. Ja gut, dann zerreißen wir sie halt so. Ui, ui! Oh shit, wir machen gar nicht mehr so viel Schaden, wie ich mir das erhofft habe. Zack. Oh Gott, dafür, dass das so viele sind, ist das halt echt gefährlich. Nimm dies, Oktogon Nummer 35. Oh Gott. Okay, ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. Oh mein Gott. Okay, der eine ist tot. Sehr schön. Nur noch drei. Nimm dies. Und jedes. Ja. Yeah. Okay, wir gewinnen die Scheiße. Oh Gott. Oktogo, jetzt chill mal, okay? Oh. Damn it. Es war knapper, als es sein sollte. Aber es hat uns auch einiges an EP gegeben, also will ich mal nicht so beschweren, ja? Dennoch, Heilung ist auch wichtig in unserem Leben. Vielleicht können wir auch in die alte Mine gehen und dort noch ein paar Minecrafter umbringen oder so. Aber kein Plan, ob sich das so lohnt. Ich gehe einfach mal weiter hier lang und schaue, ob ich da noch ein paar Monster finde. Und sonst gehen wir meinetwegen ins Ortgebiet und schauen mal, ob wir dort noch irgendwas finden, ey. Aber ich speichere erstmal, ey. Lecker, schmecker, safe state, ja. Oder sind hier noch irgendwelche heftigen Monster? Nee, als ob. In diesen Welt, dann habe ich doch schon alles umgebracht, glaube ich. Obwohl, nee. Nee, hier ist noch ein Schattenläufer irgendwo, glaube ich. Den packen wir mal nicht an. Flammendorn, Junge. Was für eine seltene Pflanze und was für eine nutzlose obendrein. Ach, da sind noch ein paar kleine süße Scavenger-Haares. Ja, die können wir ja wegbrennen, ne? Ist ja gar kein Problem. So, die verbrennen. Oh mein Gott, what the fuck. Okay, das Spiel kennt keinen Chill. Wenn mir das abschmiert, dann bin ich super salty. Ich sollte öfter speichern, weil ich speichere nicht schon 35,7. Okay, da ist die Schattenbestie. Um die kümmere ich mich mal noch nicht. Aber um die ganzen Viecher außenrum. So. Nehmen wir doch mit, was die so haben. Wie viel fehlt mir noch an EP? Nicht mehr so unfassbar viel. Will ich die Schattenbestie tot kriegen, ne? Ich wäre so ein junger Gott. Aber da flog noch, glaube ich, irgendwas rum. So was Blutfliegenmäßiges, ne? Oder habe ich mich verirrt? Anscheinend, okay. Ja gut. Dann würde ich vorschlagen, wir machen mal unseren Way to Morg-Gebiet und gucken, ob wir da noch ein paar Erfahrungspunkte abstauben können. Oder wir können noch Menschen verprügeln vielleicht. Nee, gehen wir lieber zum Morg-Gebiet. Ich speichere hier eben. Hui. Achso, hi. Hey, du. Hi, ich? Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Mann, hier geht es ins Orkgebiet. Die machen Kleinholz aus dir. Oh. Gern geschehen. Junge, ich bin voll Bobo, krasse Magier der Vernichtung, ja? Kreis 2 Magie, Alter. Ich werde damit schon fertig, ja? Aber danke für deine Sorge, Pacho. Enos wird dich belohnen oder so. Okay, schauen wir mal. Ich würde nur ungern als Orkfutter hier enden, aber wir gucken einmal, was wir hier oben auf diesem Berg finden. Ich glaube, hier war nichts, aber nur um double zu checken, schauen wir uns hier mal um. Oh, das sind Orks. Das ist ja süß. Kann ich sie verbrennen von hier? Hey Ork, stinkst! Alter, es macht denen einfach gar keinen Schaden. Oh, shit. Oh, shit! Sie können ja hier hoch! Oh!
Okay, probieren wir unser Glück. Oh shit, Alter, was für eine sicke Kombo. Okay, wisst ihr jetzt, wieso ich mich mit den Orks nicht anlegen möchte? Scheiße, das sind einfach zu krass. Shit, aber wo kriege ich noch die letzten 1000 EP oder sowas her? Warte mal, waren hier nicht am Eingang noch irgendwelche Ork-Doggos oder sowas, was ich wegranken könnte? Jetzt nicht direkt Orks, aber gibt ja auch EP, ne? Ja, Mann, davon rede ich doch. Okay. Dann wollen wir die Ork-Doggos mal triggern. Das sind aber echt ein paar viele. Ich werde mal einen anderen Zauber nutzen. Und zwar den legendären Eisblock. Dann kann ich ja einen schon mal einfrieren und die anderen dann wegcracken. Ist ja alles gar kein Problem dann. Ich muss aber ganz schön nah dran für die Scheiße. Naja, fick dich, Octogo. Oh shit! Eigentlich scheint nicht effektiv zu sein. Ach, dammit. Ja, dann auf die altmodische Art. Nimm die, du Doggo! Und jedes! Alter, die Doggos. Heilige Scheiße, die kennen keinen Schild. Dünn, dünn. Okay, es wird Zeit für einen taktischen Rückzug, Kids. Oh, heilig! Enos, hilf mir! Ach, Scheiße. Oh mein Gott. Nimm dies! Und jedes! Könnt ihr bitte alle in einem Visier bleiben? Scheiße, Alter. Ich schwäche sie alle, aber ich töte nichts. Okay. Enos! Rette meinen Sassy Ass! Okay, weg hier. So, wir ziehen wieder das Schwert. Fucking Doggos. Nimm dies, du Doggo! Stirb! Ach mein Gott, die Doggo will einfach nicht weggerackt werden. Zack, zack, zack. Zack. Okay, okay. Wir gewinnen das, Leute. Wir gewinnen das. Nimm dies, Octogo. Alleine bist du machtlos. Nur im Rudel bist du stark. Stirb bitte. Goddammit. Das können wir den ganzen Tag meinetwegen machen, du Arsch. Okay, langsam ist lächerlich. Ork-Doggo, ohne Scheiß, ja? Hör mal auf zu blocken. Dass die Monster hier blocken können, ist so dumm. Das gibt es in Gothic 2 nicht mehr, dass die blocken können. Also, ein paar humanoide Monster wie Orks und sowas können das natürlich, aber nicht Ork-Doggos. Womit soll er denn blocken? Mit seinen Bullen? Fuck, wie. Mein Gott. Wie viel brauche ich noch? Noch ein bisschen. Scheiße. Ich gehe gleich zu meinem Lager und verprügel einfach irgendwelche Schatten, bis ich dann krass genug bin. Oh Mann. Okay. Enos hat unseren fucking Ass gerettet. Das war ziemlich cool von dir, Enos Bruder. So. Dennoch, wenn wir schon mal den Weg hier freigemacht haben, einigermaßen, können wir uns ja mal hier ein kleines bisschen umschauen. Ich glaube, hier oben gab es irgendwo eine Höhle oder so. Oh, da ist noch ein Doggo. Na, den nehme ich mir noch mit, den kleinen süßen Fratz hier. Hey, du kleiner süßer Fratz, dich nehme ich mir mal mit, ey. Nimm dies, Doggo Kun. Mein Gott. Stirb! Wie viel kann ein Doggo blocken? Nicht genug ist die Antwort, nicht genug. Reicht's nochmal für ein bisschen Heilung? Ja. Hat gerade so gereicht. Okay, dann schauen wir uns doch mal hier um. Ugh. Ist hier irgendwas Brauchbares, meine ich? Oh, eine Truhe, lecker. Da ist dann Schinken drin oder sowas. Nee. Bier. Ja, die Scheiße trinke ich sicherlich noch. Oh, Fisk. Nein. Dünn. Okay, um den Arsch kümmere ich mich nicht. Bye. I just came to say hello. Oh, 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 oh.
Obwohl, vielleicht mit Patches Hilfe, ich weiß nicht. Ich mache den ja auch ganz annehmbaren Schaden, aber ich glaube, der hat keinen Bock mehr, mich zu folgen, oder? Oh doch, oh shit, oh fuck. Okay, das ist ein Problem. Pacho! Hilf mir, mein Sohn, den Licht, den ich hier vermiese dich. Pacho, ohne Scheiß, beweg deinen beschissenen Arsch nach vorne. Okay, es ist ein Orkjäger, warte mal. Den kriege ich vielleicht sogar klein. Ich dachte, es wäre ein Krieger. Fucking hell, Pacho! Wieso greifst du mich an? Was geht denn mit ihm? Okay, ohne Scheiß, Pacho. Gleich komme ich zurück, ne, und mach dich fertig. Oh, oder der Ork-Typ macht das schon für mich. Hm. So viel dazu. Ja, den Ork-Jäger sollten wir kriegen. Um den kümmere ich mich jetzt. Fucking Pacho wurde einfach massakriert. Okay, Pacho, mein Freund. Ich werde dich rächen. Wieso hat er mich angegriffen? War er dumm? Was ist denn zurückgeblieben, das Stück Kacke? Kruschwaruk. Übrigens, die Ork-Waffen sind alle ziemlich ekelhaft, ja? Benötigen einiges an Stärke, sind eigentlich richtig scheiße. Und sind zweihändig, also zieht euch die Scheiße rein, Alter. Fucking Kruschwaruk. Ich nehme lieber das Breitschwert. Tja, Pacho. Hättest du mir mal geholfen, anstatt mich anzugreifen, hätten wir sicherlich irgendwas reißen können. Aber so, dass du einfach nur nutzlos und Kacke. Spaß. Okay. Mir fehlt echt nicht mehr viel an Erfahrung. Ich gehe mal zum alten Lager und verprügel mal einen Schatten oder zwei. Dann habe ich auf jeden Fall genug, um den dritten Kreis der Magie zu lernen. Und dann nehme ich mir auch mal den Feuerball mit. So, einfach reingehen und Stress suchen für EP, Leute. Das ist der Scheiß, für den ich hier bin. Die kleinen Butler bringen es nicht so wirklich. Aber ich einen Gardisten oder ein Schattenverprügel, es sollte genügen. Nehmen wir uns doch diesen kleinen Franz hier drüben. Ey, was geht ab? Du bist ja cool. Not. 50 EP, Alter, wie lame. So, er lebt noch, keine Sorge. Aber wenn wir schon mal hier sind. Ah, shit. Links, 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 nein. Links, 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 rechts, rechts, rechts. Okay. Alter, was für ein krasses Schloss. Da war ein Krug oder sowas drin. Krass, Alter. Geht ihm einfach am Arsch, aber der geht einfach wieder. Wir können ja eigentlich auch mal ein paar Arena-Menschen verprügeln, glaube ich. Ne? Ist ja nicht verkehrt. Okay. Man muss ja nicht gleich jeder wissen. Wir nehmen mal ein bisschen was davon. Unsere Schwertkunst sollte genügen, um ehrlich zu sein. Karim. Obwohl, mit dem lege ich mich momentan nicht an. Ja. Dünn. Lass dich einfach mal Kyogre verprügeln, den kleinen Fratz. Warum auch nicht? Hey. Oh, ich kann nichts für die machen. Okay, dann verprügel ich ihn einfach so. Der Kampf ist entschieden. Der Kampf ist durchaus entschieden. Danke. Das ist... Dann früh prügele ich noch den Sumpfheini einfach so vor der Lols, weil warum nicht, ne? In seiner. Den. So. Der Kampf ist entschieden. Level up, sehr schön. Schöner Kampf. Ja, ja, ist ein dufter Kampf, Junge. Hallo, kann ich ihn looten? Danke. Das wird dir noch leid tun. Skelly, sagst du irgendwas? Bin ich ein krasser Typ? Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Oh, super. Der nächste Kampf ist in ein paar. Ja, okay. Never mind, Dears. Okay, gönnen wir uns mal den dritten Kreis der Magie. Oh, das wird mir noch sehr leid tun. Nehmen wir uns mal nicht mehr die Aufläufe von Snuff mit, weil die sacken ziemlich. Aber immerhin haben wir einen nice Level Up bekommen. Das ist viel, viel wert. Und Senpai wird uns jetzt ein paar neue, tolle Zauber lehren, ne? Zauber, die nicht komplett nutzlos sind wie der Feuerpfeil, Leute. Passt auf. Wir lernen nämlich jetzt den Feuerball und so ein geiler Scheiß. Das wird awesome. So, gehen wir mal hier hoch, ey. Was geht ab, Kuriste, du Fratz? Magie zu Ehren. Magie zu Ehren. Kannst du mich den dritten Kreis lehren? Der dritte Kreis der Magie ist einer der wichtigsten Schritte im Leben eines Magiers. Nicht länger bist du ein Suchender. Du bist bereits ein Stück des magischen Weges gegangen. Du hast gelernt, die Runen zu nutzen. Dieses Wissen ist das Fundament für deinen weiteren Weg.
Nutze die Runen mit Bedacht. Du kannst eine Rune nutzen oder nicht. Aber entscheide dich für eine der Möglichkeiten. Wow, was für eine Weisheit. Zögere nicht, deine Macht einzusetzen, wenn du dich einmal entschieden hast. Erkenne deinen Weg. Dann wirst du die Macht der Entscheidung erkennen. Okay, für die nächsten brauchen wir schon 25. Achso, die hohe Robe haben wir ja schon. Also ich könnte mir noch eine holen, aber warum zum Fick sollte ich das tun? Naja, was auch immer. Okay, dann will ich aber noch mal ein bisschen handeln. Aber mit den einen Fratz hier drüben. Hi. Magie zu. Ja, ja, Magie zu ihren, Alter. Nämlich gönne ich mir mal von ihm, Feuersturm können wir uns mal mitnehmen, weil die Scheiße werde ich noch gebrauchen. Und Feuerball. Ja. Genau. Hat er noch sonst irgendwas für mich? Ein paar Tränke würde ich mir vielleicht sogar auch mal mitnehmen. Aber behalt's für dich, weil muss ja nicht gleich jeder. Ja, es sollte genügen, okay. Ist zwar alles ein bisschen teuer, aber wir haben auch einiges an Stuff, das wir ihm geben können. Zum Beispiel das hier und 92 Zähne, Junge. Wir haben uns richtig hart gegönnt. Yeah, die fucking brauche ich auch nicht alle. Fail des Schattenläufers habe ich sogar zweimal. Woher, Alter? Krass. Lurkerhaut, Lurkerclown, Vizebecher, Messer, Hammer, Laborflasche, Schüssel. Moiratfeld behalte ich mal. Orkundfell, okay. Ein Pokal, alles weg damit mit dem Scheiß, ja. Was kann ich ihm noch zu geben? Ja, die Scheißwurzelsuppe. Vielleicht ein paar Artefakte. Gewandtheit juckt mich null. Mordruckskrieg behalte ich aber trotzdem mal. Lebenskraft ist auch so low eigentlich. Altes Feuer behalte ich mal. Ja, der kann aber weg. Die Feuerballrolle kann weg. Die Feuerpfeilrollen können weg. Heilung kann weg. Licht kann weg. Es passt sonst so. Das kann weg. Hier, diesen ganzen Ranzücken-Scheiß, ne? Stachelkeule. Obwohl, war die gut? Ach, egal, was auch immer. Wir haben voll das Bobo-Schwert, das ist eh viel krasser, ja? Lockerbiss, verwitterte Axt. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und sonst können wir ihn ja noch mit Pfeilen füttern. Was auch immer er damit vorhat. So, 99, zack. Und das reicht. Perfekt, annehmen. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, das war's mir für heute von Gothic. Wir haben hier einen kleinen Trainingspart und wir sehen uns dann einmal in einem richtigen Ligurieren-Part wieder. Bis dann, Leute. Tschüss.